Servus Leute und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. So, wir sind mittlerweile in der 23. Und ja, wir wollten weitermachen mit der Quest der Schatten des Samurai. Ist 370 Meter weg und ja, da schauen wir doch mal, was uns in der Quest erwartet. Ich bin echt schon gespannt. Ist ja eine Folgequest von der letzten, was wir gemacht haben. Ein bisschen irgendwo in diese Richtung. Genau, zeigt das mir eh schon an. Genau, Leute. Und wenn es euch gefällt, wie ihr wisst ja, ich würde mich sehr über einen Kommentar, Like oder auch Abo freuen. Alles gern gesehen. Support ist kein Mord, Leute. Muss mir jetzt echt ein bisschen sputen, also was heißt sputen, aber ein bisschen beeilen mit den Spielen, weil es kommt ja bald die PS5, Xbox raus und da gibt es dann so viel Neues zu entdecken. Da will ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Also Xbox-Videos machen und auch PlayStation-Videos. Cyberpunk ist schon vorbestellt, aber für die PS5 dann. Und ja. Oh. Haben wir schon lange nicht mehr gesehen hier. Wir müssen eben ein paar umbringen von dem Schwein hier, dass wir ein paar Felle kriegen. Brauchen wir, glaube ich, für den Fallensteller, obwohl ich noch gar nichts gemacht habe. Mit Fallenstellen könnte ich mir eh mal anschauen. Umgefallener Wagen. 200 Meter noch. Trifft Yuna bei der Komatsu Schmiede. Schon wieder der Vogel da. Wahrscheinlich auch bloß sagen, dass ich da runter soll. Ich glaube, es hieß ja, wenn man alles in dem Spiel macht, circa 100 Stunden. Da bin ich noch weit entfernt. Ich bin noch im ersten Gebiet. Also es wird sehr, sehr knapp bis zum Release von den neuen Konsolen. Aber ich kann ja dann. Könnt ihr dann auf der PS5 hier das auch weiterspielen? Haben wir ein bisschen mehr FPS. Und ja. Genau, die Schmiede müsste hier unten sein. Also ist es nicht die Schmiede. Ja, dort hinten in der Richtung. Schauen wir mal, was Vöglein zu sagen hat. Schmiede von Komatsu. Da wird man wahrscheinlich auch nur sagen, hier geht es mit der Quest weiter. Genau. Okay, dann schauen wir mal, was sie zu sagen hat. Willkommen zurück. Du bist noch hier. Enttäuscht? Ich dachte, du gehst, sobald ich den Wurfhaken habe. So ist ein Weg zum Festland. So verlockend das auch klingt. Du hast Taka das Leben gerettet. Wir sind erst quitt, wenn dein Onkel frei ist. Freut mich zu hören. Gib den anderen Bescheid. Was soll ich sagen? Wir dringen in Burg Kaneda ein und befreien Fürst Shimura. Okay. Am nächsten Tag, Burg Kenada, Kaneda. Entschuldigung. Das heißt, euer Neffe jagt meine Männer. Reißt sie in Stücke, wie eine Bestie. Ihr tatet schon Schlimmeres. Ach, ihr tut so als Sande verschieden. Doch wir kämpfen für dasselbe. Für ein Vermächtnis, das uns überdauert. Ich schuf mein Vermächtnis mit Pflicht und Ehre. Brachte Ordnung für meine Heimat und Gerechtigkeit für mein Volk. Ihr seid nicht so wie ich. Euer Neffe ebenso wenig.
Aber sein Name ist an euer Vermächtnis gebunden. Vermächtnis ist mehr als ein Name. Ah, stimmt. Eure Familie lebt seit Generationen hier. Die Burg eurer Ahnen liegt oben im Norden, nicht? Ich freue mich schon, sie zu sehen. Und ihr werdet hier langsam verhungern. Allein und ohne Ehre. Das werden wir noch mal sehen. Einige Stunden später. Verdammt, Ryoso. Wo steckst du? Alle sind hier. Warten wir auf die Strohhüte? Nein. Wir treffen uns am Bauernhaus. Der Schatten des Samurai. Ich glaube, von der Brücke bin ich in der ersten Folge runtergestürzt. Oder hat der mich runtergestürzt? Zweite Folge oder erste oder zweite Folge war es? Ich weiß es nicht mehr genau. Sprich mit deinen Verbündeten. Ich muss schon sagen, die Rüstung. Die japanischen Rüstung, die Samurai-Rüstung, die sehen schon richtig nice aus. Sowas gefällt mir. So. Jin. Danke, dass ihr hier seid. Fürst Shimura wird dankbar sein. Die Mörder meiner Familie können noch ein wenig warten. Auch meine Jagd nach Tomoe. Unsere Insel braucht ihren Anführer. Mit eurer Hilfe ist er bei Sonnenaufgang frei. Macht euch bereit. Wir greifen bald an. Sagt Bescheid. Wir werden kommen. Eure eigene Schülerin kämpft für euren Feind. Geschieht euch recht. Bitte schweigt. Ein alter Mann verkehrt mit einer jungen Frau. Das kann nicht gut sein. Schau immer noch ein bisschen, Leute, ob es hier noch irgendwelche Vorräte oder sowas gibt. Ist ja nie verkehrt, wenn man ein bisschen was mitnimmt. Ich denke, es werden bestimmt auch mal andere Rüstungen kommen, die wir dann aufwerten können. Und da brauche ich halt extrem viele Vorräte. Und ich glaube, die richtig farmen kann man die eigentlich gar nicht, oder? Wenn du es wisst, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Es ist Zeit. Heute befreien wir Fürst Shimura. Ich erwartete eigentlich Strohhutverstärkung. Sie sind nicht hier. Und wir können nicht länger warten. Wie lautet der Plan, Fürst Sakai? Ich dringe mit dem Wurfhaken in die Burg ein. Wenn ich den Alarm ausgeschaltet habe, könnt ihr sicher durchs Haupttor stoßen. Geht das auch schon Kletterpunkt? Die Mongolen halten Fürst Shimura wohl im Burgfried fest. Wenn der Alarm ertönt, richten sie ihn vielleicht hin. Okay, das wird schwierig. Wir können das Haupttor stürmen und sie überraschen. Nein, wir gehen leise vor. Wir hacken uns eine Schneise zum Burgfried, retten Fürst Shimura, ziehen uns zum Haupttor zurück und fliehen. Ob das was wird? Klingt nach Selbstmord. Nur bei einem direkten Angriff. Dazu müssen wir hineinschleichen und den Feind im Schlaf erwischen. Wie ein Dieb. Oder ein Geist? Fürst Shimura zählt auf uns. Brechen wir auf. Ich glaube eher, dass wir das bestimmt nicht schaffen. Also nicht in Form, weil wir es nicht können. Sondern in Form, dass es vielleicht irgendwie ein Skript ist oder so, dass der woanders hingebracht wird. Weil ich glaube, das ist ja der eigentlich unser Hauptziel, oder? Dass wir unseren Onkel hier retten. Und wir sind immer noch im ersten Gebiet, also. Wir schauen einfach mal. Das muss es. Wir schauen einfach mal. Hier kannst du hochklettern. Hol die anderen rein. Wir sehen uns drin. Schauen wir, wie viele Versuche ich brauche. Nicht noch einmal, Onkel. Da unten steht irgendwie eine Flagge oder so. Hm. Oder ein Banner, besser gesagt.
Löse keinen Alarm aus, finde den Mongolen-Alarm. Okay, den Mongolen-Alarm. So, hier oben steht noch eine. Ich weiß ja nicht, ob wir den von hier kriegen. Sensei Ishikawa kümmert sich um die Späher. Och. Sehr gut. Okay. Sehr schön. Haben wir wieder einen Fall gespart. Schon immer rein, ich was hier. Aha, okay. So, okay, 1, 2, 3, 4. Die scheinen wohl eher, okay, da hinten. Das sind welche, die werden wir normalerweise nicht sehen. Da schläft einer. Okay, bis jetzt läuft es eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Die werden jetzt ein bisschen tricky werden. Muss mal schauen, ob die eventuell irgendwie ihre Position verlassen. Der Alarm. Ich muss die Wachen ausschalten. Okay. Schau nochmal in den Raum. Ich glaube, hier gab es nämlich Munition, genau. Wir nehmen gleich den Fall wieder mit.
Da oben steht keine. Okay, habe ich das gehört? Sensei, Lee und Kenji sichert das Haupttor. So gut wie erledigt. Yuna, kannst du den Pfad an der Klippe säubern? Ich kümmere mich darum. Gut, wir treffen uns an der Brücke. Jemanden vergessen? Nein, ihr kommt mit mir. Okay, jetzt würde ich aber gerne... Das ist eine Belagerungswaffe. Letztes Mal war sie auf Yuna und mich gerichtet. Noch mal schauen, ob wir hier nicht noch Munition abgreifen können. Jawohl. Gelange zum oberen Hof. Wir müssen den Hof sichern. Leise oder aggressiv? Eure Wahl. Weiß ich wieder nicht, ob wir den killen können. Wenn der einen Helm auf hat. Okay. Sprich Masako. Gibt's nichts, oder? Vorräte. Lieder. Könnt ihr die Hohatscha bedienen? Das schaffe ich schon. Wenn ich Fürst Shimura habe, werden uns die Mongolen verfolgen. Erledigt sie. Mit Vergnügen. Passt auf euch auf. Ihr auch, Masako. Triff ihn nur in der Nähe der Brücke. Jetzt schauen wir uns hier noch ein bisschen um.
Okay, hier scheint soweit nichts mehr zu sein. Die hat noch was. Jin, das Tor ist bewacht. Folgt mir. Aufpassen. Männer verhungert. Vielleicht sind sie debattiert. Ja, ich glaube aber vielleicht, dass die vielleicht gar nicht nichts machen. Vielleicht sind die irgendwie, können die zu den anderen. Ich weiß es nicht. Komisch, wie haben wir hier hoch? Hier wird nichts. Genau, und hier hatten wir letztes Mal gegen den komischen General gekämpft. Der Brücke, da ist der rausgekommen dann. Soweit bin ich letztes Mal gekommen. Genau, richtig. Der Kahn warf dich von dieser Brücke? Wie hast du überlebt? Ich weiß nicht. Das Tor ist verschlossen. Haltet die Brücke. Ich finde einen anderen Weg. Die Klippe? Es muss einen Weg herumgeben. Okay. Darüber vielleicht. Sollte klappen. Gutes Auge. Wenn du drin bist, öffne das Tor für mich. Mhm. Okay, und wo geht's lang? Da vielleicht. Okay, da kann man es ranhängen. Okay. Nicht, dass es eine Falle ist. Könnte natürlich auch sein. Okay, hier geht's durch.
Ich könnte Jonas Hilfe brauchen. Öffne das Brückentor für Juna. Bist du ja. Leise, noch mehr Wachen. Schießt die dir die ganze Zeit? Wichtigsten. Denn her? Okay. Ich bräuchte mal ganz dringend Kunais. Mit blöden Haftpumpen. Mal die hier mal. Okay, wir schauen nochmal hier in die Hütte rein. In die Hütte. Gibt's hier noch was Schönes? Leinen. Das ist genau die gleiche Hütte wie vorher. Okay, scheint nichts zu sein. Gar nicht davon. Okay, einfach mal ein bisschen probieren. Leider haben wir jetzt nicht mehr. Stirb! Stirb! Kunai! Kunai, hajoa! Sollen wir mal schnell schauen? Ausrüstung.
Ah, okay. Hier ist nichts. Ja, ich glaube, das wird eine längere Folge werden. Hier unten ist ein Waffenständer, glaube ich, oder? Oder Vorräte oder irgendwas? Vorräte. Munition voll, okay. Das Gebet. Ich suche Fürst Shimura. Viel Glück, Jin. Finde einen Weg am versperrten Tor vorbei. Lass mich raten, dann gehen wir hier durch. Aha, gehört er doch zu denen. Yoso. Zahlt ein Kopfgeld für den Geist. Und jeder kann es fordern. Ernsthaft? Lass es. Meine Männer verhungern, Jin. Rette mit mir meinen Onkel. Er entlohnt deine Männer. Er macht dich zum Samurai. Schickt uns in den Tod. Ich glaube, das ist der nicht. So wie er es in Komoda tat. Yoso. Er ist deine Familie, Jin. Ich muss meine schützen. Ganz schnell! Wart, Freunde, vor einer Ewigkeit. Alter! Es gab keinen anderen Weg. Okay. Ja, man muss erstmal so ein bisschen die Angriffstechniken da lernen. Ich mache es ganz schnell. Vor einer Ewigkeit. Halt! Bevor es zu spät ist!
Du ebenfalls, Geist. Wärst du nur in Komoda gefallen? Okay, wir schauen mal, ob wir den einen Angriff blocken können. Ich mache es ganz schnell. Okay, den schauen wir, ob wir blocken können. Ah, nee, da war es nicht. Meine Männer hatten Hunger. Wenn er. Wenn es blau leuchtet, müsste wir es eigentlich blocken können. Okay, da werden wahrscheinlich noch ein paar Versuche brauchen. Ganz schnell! Freunde, vor einer Ewigkeit. Den zweiten Key ist dann nicht mehr weg. Den hätte ich blocken können. Halt! Bevor es zu spät ist! Du hast dich verändert. Du ebenfalls. Eifer, bibsch nochmal. Ich muss die blauen wegblocken, weil da kann man richtig gut Damage machen dann. Ich mache es ganz schnell. Wir waren Freunde vor einer Ewigkeit. Dass ich die nicht blocken kann. Du hast dich verändert. Du eben.
ebenfalls im Geist. Boah! Oh. Jetzt hat es endlich mal mit den Blocken geklappt. Genug. Es ist noch nicht zu spät. Rette mit mir unsere Heimat. Sie gehört jetzt Ihnen. Yuzo. Er ist hier! Der Samurai ist hier! Öffnen. Okay, dann muss ich wohl darüber jetzt. Okay, betritt den Burgfried. Wo ist er? Wo ist Fürst Shimura? Alter, komplett daneben gehauen. Eieiei. Machen wir nochmal. Ah!
Oh, Kunai, Gott sei Dank. Die helfen schon viel. Okay, ist auch noch was. Erreiche das obere Stockwerk. Okay, und wie? Hier ist ja keine Treppe oder so. Gibt es hier irgendwie einen Gang noch oder so? Einen Gang? Haftbombe. Vorräte. Yeah. Bringen die Mongolen um. Okay, hier geht's hoch. Wir schauen aber trotzdem noch mal. Ist noch ein bisschen um. Hier sind zwei hier drinne. Watch it, Betty! Zwei Kunai verschossen? Meine Güte. Stellt euch, Feigling! Okay, ich komme! Jin, schnell! Samurai, nochmal! Onkel! Ich wusste, ihr kommt, mein Junge. Euer Vater wäre stolz. Ich bin euer Diener, mein Herr.
Wir müssen weg. Noch nicht. Puh. Jetzt geht's los. Kotun Khan marschiert nordwärts nach Toyotama. Er hat Wachen hier gelassen. Keine echten Gegner für zwei Samurai. Ich habe Verbündete dabei. Wir erobern die Burg zurück. Man wird unseren Sieg besingen. Geil. Okay. Befreien wir den nördlichen Hof von den Eindringlingen. Fürst Sakai, wir locken sie zu uns. Ich bin bei euch. Dojo! Okay, dann machen wir zweimal. Fürstin Masako, ihr habt überlebt. Mit der Hilfe eures Neffen. Er bestand darauf, euch befreien zu können. Ich hielt es für unmöglich, aber ich bin froh, dass er recht hatte. War nicht das letzte Mal, Sensei. Ich bin froh, dass ihr alle hier seid. Zu viele Freunde sind gestorben. Und Familie. Fürst Adachi starb ehrenvoll, Fürstin Masako. Nun rächen wir ihn und all die gefallenen Krieger von Tsushima. Es kommen noch mehr. Wir stellen uns entgegen, gemeinsam. Für die gefallenen Krieger von Tsushima. Lass niemanden entkommen! Schießt auf sie, Sensei Ishikawa! Wir geben euch Deckung! Scheiße, wenn man nichts sieht. Okay. Gut gekämpft. Ihr alle. Geschafft. Die Burg gehört uns. Mein Fürst, ihr habt uns zum Sieg geführt. Mit eurer Hilfe, Jin. Gemeinsam brechen wir ihren Kampfgeist. Cool. Und werden Kotun Khan in die Knie zwingen. Wir gewinnen diesen Krieg. Als Samurai. Der Schatten des Samurai. Infiltriere Burg Kineda und rette deinen Onkel. Sehr schön. Gut, Leute, damit würde ich sagen, war es das. Aber jetzt mit der Folge ist zu knapp eine Stunde jetzt schon. Okay, was war das? Eine beeindruckende Burg!
Wollt ihr mich nicht hereinbitten? Eure Leute sind müde, hungrig, frieren. Öffnet das Tor, rettet sie! Da geht's doch noch weiter. Ihr verspracht Essen für meine Männer. Verdient es. Lasst sie rein! Verräter. Nein, 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 nein! Öffnet das Tor! Öffnet das Tor! Tja, das hätte ich mir vorher überlegen müssen. Neuer Horizont. Dein Onkel sucht nach dir. Es heißt, der Khan hat seine Burg. Ich hätte Rio so nie trauen dürfen. Er hat uns alle getäuscht. Ich dachte, du bist schon weg. Dachte ich auch. Gehen wir zu meinem Onkel und reden über deine Belohnung. Fürst Shimura ist im Hauptgebäude. Okay. Gut, Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Ist jetzt ein bisschen länger geworden, aber tja, die Geschichte wollte halt nicht aufhören. Und unter der Geschichte einfach eine neue Folge anfangen, wollte ich halt auch nicht. Genau. Ich würde sagen, wir schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Und vielen Dank fürs Reinschauen. Reingehauen. Ciao, ciao. Euer Andi.